Ja, mein Lieben, was muss ich? Willkommen zu einer Live-Reaction von Fire Emblem Heroes. Ein neuer Legendary Hero kommt zu Fire Emblem Heroes. Let's go. Alter Schwede. Ja, habt ihr das letztens das Gameplay gesehen von Beides in Super Smash Bros.? Das war voll geil. Hat voll Fun gemacht, ey. Yo, kann ich nur empfehlen. Ne? War voll geil. Also mir persönlich hat es richtig Fun gemacht. Das war voll geil. Ja, sorry natürlich, dass das Video ein bisschen später gekommen ist als erwartet. Es gab ein paar technische Schwierigkeiten, ehrlich gesagt, beim Schneiden und so. Deswegen, ja, aber hat sich jetzt alles erledigt. Deswegen alles kein Problem, ne? Nur damit ihr euch nicht wundert, ja. Also alles okay, ja. Übrigens, wusstet ihr, dass letzte Woche, letzte Woche kam so ein Animal Crossing Direct raus, weißt du? Alter, da haben die einfach mal Animal Crossing Direct gemacht. Ich habe es jetzt nicht aufgenommen, aber kurze Zusammenfassung. Die haben einfach nur gezeigt, was halt das neueste Animal Crossing halt zu bieten hatte. Meistens halt, also im Großen und Ganzen ist es halt so, wie es ist, so wie man Animal Crossing kennt. Mit dem Unterschied, dass halt einfach noch mehr Customization-Optionen gibt als je zuvor. Das ist echt verrückt, ey, unfassbar. Du kannst irgendwie, weiß nicht, du kannst deine eigene Stadt umbauen, weißt du halt so. Irgendwie Flüsse halt kannst du hier zubauen, Brücken bauen und halt, keine Ahnung, so wie Minecraft. In meinen Augen war das Animal Crossing Minecraft Edition fast. Oh Mann. Wird auf jeden Fall ziemlich cool, kannst kaum erwarten. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Voll geil. Ja, auf jeden Fall Animal Crossing kommt nächsten Monat raus. Richtig cool, kannst kaum erwarten. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Ziemlich cooles Game auf jeden Fall. Ja, und ja, war typisch mit Animal Crossing, wie man es kennt. Nur in dem Sinne, wie es scheint, ein bisschen besser. Wie als uns. Vielleicht sogar das Beste von allen, ne? Ja, aber werden wir sehen. So, aber das ist nur so zur Info, ne? Jetzt natürlich über Fire Emblem Heroes. Let's go. Intelligent System geht voll ab. Ich kann es nicht fassen, ey. Nicht so fassen. Ja, gut. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Da reden wir nicht lange, ne? Ja, und dann sage ich in 3, 2, 1 und let's go. Hey, let's go, okay. A new legendary hero, let's go, join the battle. Okay. Oh, let's go! Quantexer, Quang! Das ist Quang! Ja, let's go! Das Kostüm, das bekommt er, wenn er König wird. Ist ja voll geil. Oh mein, to change fate. Okay, das ist ja. Das, oh mein Gott, okay. Okay. Lustige Animation, okay, alles klar. Okay, da ist Legendary Lucina, okay. Warum, ja, hat er einen Bogen? Okay, keine Ahnung, aber alles klar, warum nicht? Ziemlich cool. Chrome, let's go! Ist ja voll geil. Okay. Gunther, okay, aha. Lynn, alles klar, okay. Erika, okay, Azura, okay, Die ist ziemlich gut, okay. Duma, holy shit, okay. Legendary Orm, alles klar. Fallen Cowen, okay, aha. Sources, alles klar, okay. Ich habe die schon, aber alles klar, warum nicht? Julia, okay, die habe ich auch, aber alles klar, voll cool. Was zum? Okay, Fina und Garrick, okay. Alles klar, Blue ist auf jeden Fall meine Nummer 1 Priority, die ich hole, auf jeden Fall, voll krass. Okay, voll krass. Legendary Chrome, let's go, voll geil, endlich. Ich habe mich schon gewundert, Legendary Lucina, aber nicht Legendary Chrom oder Robin. Denk, was ist noch so ein Intelligent System? Ein bisschen spät in meinen Augen, aber ich meine, besser spät als nie, ne? Ja, alter Schwede. Voll cool, sein Kostüm habt ihr gesehen. Das bekommt er, wenn er halt König wird. Und ich glaube, es gab irgendwie noch so Cypher-Art von Chrom. Hat man auch, ihn auch als König gezeigt. Richtig krass. Voll geil. Coole Referenz, war ich extrem. Richtig cool. Bin ein bisschen überrascht, warum er einen Bogen trägt. Das macht irgendwie gar keinen Sinn in meinen Augen. Ich dachte jetzt schon, okay, vielleicht Schwert oder Axt oder keine Ahnung halt, aber kein Bogen halt. Aber okay, ich beschwere mich nicht, es ist wie es ist. Ist halt nur ein bisschen komisch. Das sieht ein bisschen komisch aus mit dem Bogen in meinen Augen. Aber naja, es ist Chrom halt und irgendwie sein Assist-Skill. Ich habe nur drüber geschaut, aber anscheinend war das irgendwie voll broken. Wer weiß, vielleicht ist es ja genauso wie bei Lucina dann. Weißt du, oh mein Gott, das wäre voll spaßig. Tja, das war Legendary Chrom, richtig krass. Wir erstmal hoffen, dass das ein Zeichen ist, dass vielleicht eines Tages Legendary Robin kommt. Das wäre voll geil, dann würde ich extrem ausrasten. Weißt du, das ist aber schon mal ein gutes Zeichen in der richtigen Richtung, richtig cool. Voll geil, Alter, okay. Legendary Chrom, richtig krass, ey. Let's go. Kannst kaum erwarten, wer der nächste sein wird. Voll geil.
Okay, also ich versuche ihn zu holen, weißt du, aber es ist halt, ne, typisch Fire Emblem Heroes, ist immer reine Glückssache. Oh Mann, ey. Ich habe ja fast alle House Leaders, weißt du, also Elgard und Dimitri habe ich, weißt du. Aber mir fehlt die ganze Zeit Claude und ich will unbedingt Claude haben, weißt du. Von allen House Leaders ist Claude einer meiner Lieblings House Leaders bisher, aber nur weil ich halt Golden Deer, Black Eagles und The Church gespielt habe. Deswegen von den dreien auf jeden Fall The Golden Deer war halt das Coolste von allen und dementsprechend Claude. Ja, und allgemein Claude mag ich an sich auch, deswegen richtig krass. Ja, irgendwie Claude erinnert mich auch ein bisschen an Chrom, wenn ich ehrlich bin. Weißt du, so bester Freund-Typ, weißt du, richtig lustig. Ja, okay, ziemlich cool. Feier ich extrem. Das war, ja, das war eigentlich schon das Video. Ging relativ schnell, ich weiß, aber ja, richtig cool. Legendary Chrom, richtig krass. Richtig cool. Erstmal Awakening Love hier zeigen, richtig cool. Haben wir schon lange nicht bekommen, ne? In letzter Zeit nur Three House Love und so, was natürlich verständlich ist und so, aber naja. Wer weiß. Vielleicht eines Tages kriegen wir dann halt Legendary Robin. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Legendary Chrom. Wir haben Legendary Lucina und Chrom. Der nächste muss unbedingt Robin sein. Ich sehe keinen anderen Grund, wen sonst. Bitte Grandmaster Robin, wenn die dann schon so weit sind, weißt du. Aber ich bin erstmal zufrieden mit Legendary Chrom. Richtig geil. Feier ich extrem. Ich hoffe, ihr feiert das auch. Voll geil. Ja, oh Mann, ich überlege, ob ich euch vielleicht eines Tages mal noch meine ganzen Helden von Fire Emblem Heroes zeige, weißt du? Und da ist halt. Ich habe schon so viele bekommen, das ist unfassbar. Ey. Ja, okay, dann beende ich auch die Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Bros und Cousins. Das war, ja, Legendary Hero Chrom. Richtig cool. Voll geil, Alter. Einfach mal Legendary Version von Chrom. Endlich mal. Wurde auch mal Zeit, aber ja. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Bros Musins. Haut rein, stay awesome und das war euer Link. Bis zum nächsten Mal. Ciao!